Im Hinblick auf die allgemein steigenden Preise und insbesondere im Hinblick auf die hohen Kosten der Energieversorgung ist aus Vermietersicht natürlich eine Erhöhung der Betriebs- und Heizkostenzahlungen durch den Mieter ein aktuelles Thema. Hinsichtlich der Vorauszahlung regelt der maßgebliche Paragraf 560 Absatz 4 im bürgerlichen Gesetzbuch, dass jede Seite, sowohl Mieter als auch Vermieter, nach einer aktuellen Abrechnung eine Anpassung der Vorauszahlung verlangen kann. Es muss also zumindest ein zeitlicher Zusammenhang mit einer aktuellen Abrechnung für die zu verlangende Erhöhung gegeben sein. Ansonsten ist natürlich immer möglich, eine einvernehmliche Vereinbarung der zu leistenden Vorauszahlung mit dem Mieter. Aus Mietersicht ergibt das sogar Sinn, um sich als Mieter selbst vor einer hohen Nachzahlung nach einer aktuellen Abrechnung zu schützen. Im Hinblick auf eine Betriebs- und Heizkostenpauschale ist geregelt im maßgeblichen Paragraf 560 Absatz 1 im bürgerlichen Gesetzbuch, dass eine Erhöhung durch den Vermieter einseitig nur dann erfolgen kann, wenn dies im Mietvertrag so festgelegt ist. Das heißt, einseitig muss tatsächlich eine entsprechende Regelung im Mietvertrag existieren. Ist dies nicht der Fall, bleibt natürlich trotzdem die einvernehmliche Erhöhung der Betriebskosten- und Heizkostenpauschale mit dem Mieter möglich.